Hallo, ich habe hier eine große Tafel vor mir liegen. Meine Kundin möchte eine Dualseelenlegung buchen, möchte aber davor wissen, ob ihr Herzensmann ihre Dualseele ist, weil sie das eben noch nicht hundertprozentig weiß. Und da habe ich mir gedacht, ich lege das große Blatt aus, um nachzuschauen, ob ihr Herzensmann ihre Dualseele ist. Weil ich denke, nicht jede Beziehung, die schwierig ist, ist nicht unbedingt immer gleich die Dualseele, ja? Also da kann man sich wirklich auch in etwas hineinsteigern und da finde ich es sehr lobenswert von meiner Kundin, dass sie eben vorher schauen möchte, ob er überhaupt ihre Dualseele ist, ja? Weil man kann sich so sehr viel Schmerz und sehr viel Leid auch ersparen, denn wenn man zwanghaft glaubt, dass jede schwierige Bindung gleich die Dualseele ist, ja, was dann vielleicht auch nicht der Fall ist, dann wird es sehr schwierig, ja, dann macht man sich das Leben nur unnötig schwer. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, dass ich eben hier nachschaue, ob, bevor ich eine Dualseelenlegung für sie mache, ob er überhaupt ihre Dualseele ist. Und anhand von diesem Bild kann ich das verneinen, ja. Ich sehe aber, dass die beiden Seelenpartner sind. Ja, sie haben ein Karma miteinander, aber es ist keine Dualseele. Ja? Also es spricht sehr viel dafür, dass es eben hier keine Dualseele ist. Wir haben beim Ring kein Kreuz liegen, was hier auf Dualseelen schließt. Ja? Und anhand von diesem Blatt kann ich dir hier wirklich sagen, dass dein Herzensmann nicht deine Dualseele ist. Er ist aber ein Seelenpartner, wie gesagt, und ihr habt gemeinsam eine Aufgabe, ja? Also er ist dir geschickt worden, um an gewissen Lebenssituationen auch zu lernen. Wenn ich mir jetzt weiter anschaue, wie es mit dir und wie es mit ihm weitergeht, sehe ich, dass du an ihn denkst, ja? Du denkst an glückhafte Entscheidungen. Du möchtest von ihm einfach eine Entscheidung haben. Er kann sie dir aber nicht geben, denn du liegst direkt unter ihm und das, was unter ihm liegt, das drückt er jetzt momentan weg. Das möchte er nicht, ja? Er wird auch in Zukunft gestresst sein. Und momentan möchte er einfach hier über die ganze Situation auch nicht nachdenken. Er denkt aber auch nach, dass Entscheidungen notwendig sind, ja? Aber so wie es hier liegt, wird er diese Entscheidung nicht so recht treffen, zumindest nicht in deine Richtung, ja? Du wirst aber auf jeden Fall Nachrichten erhalten, denn du schaust direkt in den Brief rein. Das heißt für mich, der in den Brief reinschaut, bekommt die Nachrichten auch, ja? Die Nachrichten werden sehr plötzlich kommen und mit diesen Nachrichten kommt dann auch eine Klarheit, ja? Und dadurch, dass Klarheit in die Situation kommt, wird sich dieses Karma, das ihr beiden habt, auch auflösen. Also das bestätigt wieder das, was ich gesagt habe, dass er ein Seelenpartner von dir ist, dir geschickt wurde, um an deiner Lernaufgabe ranzugehen, um gewisse Dinge auch zu erkennen, aber nicht unbedingt, um mit ihm in eine Beziehung zu gehen, ja? Ihr seid seelenverwandt, das spricht dafür, ja, aber es wird sich dieses Karma, das ihr beide miteinander habt, ja, das wird sich auflösen. Und es wird auch dann nach dieser Auflösung von dem Karma für dich auch zu Kummer kommen, ja. Momentan drehst du dich weg von diesem Kummer. In der Vergangenheit hattest du sehr viel Kummer, auch was diesen Mann betrifft, aber es wird auch in Zukunft noch Gespräche geben mit ihm, ja, es wird darüber gesprochen, über diese heimliche Verbindung zwischen euch, ja. Und wie gesagt, das Karma löst sich auf und die Gespräche werden dann für dich auch sehr erfolgreich sein. Denn du wirst dann wirklich, es wird dir ein Stein vom Herzen fallen, dass hier einfach das Schwierige raus ist, ja, dass Klarheit reinkommt in die Situation und dass du einfach weißt, woran du bist, ja, und das lässt dich wieder aufatmen, ja. Es wird auch weiterhin diese Trennungssituationen mit ihm geben, ja. Da ist einfach eine Nichtgreifbarkeit, es ist eine Mauer zwischen euch, die einfach dann
Ja gut, Mauer ist jetzt ein blödes Wort, wenn ich schon sage, dass sich das Karma auflöst, ja. Aber wie soll ich sagen, die Trennungssituation bleibt trotzdem, ja, weil man einfach in keine Beziehung geht, ja. Dieses Karma wird aufgearbeitet und es bleibt nach wie vor eine Trennung zwischen euch. Das heißt, es wird in keine Beziehung gehen, ja. Und darüber wirst du auch Nachrichten erhalten, ja. Also ich finde die Nachrichten hier sehr positiv, zum einen, weil du wieder mehr Klarheit bekommst, ja. Die Beziehung mit ihm, ja, die ist auch nicht greifbar. Das bleibt auch so. Wir haben bei der Beziehung die Fische, ja. Das bedeutet ja auch Seelenpartnerschaft. Aber wir haben auch den Sarg und die feste Verankerung, ja. Und die Fische bedeuten ja auch, dass etwas nicht greifbar ist. Und die Beziehung ist hier einfach, oder eine mögliche Beziehung mit ihm ist hier einfach nicht greifbar. Und das bleibt auch so, denn der Sarg bedeutet ja auch Stagnation, etwas stagniert, ja. Und vom Zeitaspekt kann man sagen, bis zu 1,5 Jahren kann das auch stagnieren, gell? Weil, und auch die Stagnation verankert sich auch fest, ja. Also da gibt es keine Karte, wo ich jetzt sage, da gibt es jetzt Hoffnung, in absehbarer Zeit mit diesem Mann in eine Beziehung zu gehen, ja. Also ganz im Gegenteil. Aber du wirst hier Nachrichten erhalten, die für dich dann die ersehnte Klarheit auch bringt. Und dann wird sich eben, wie gesagt, dieses Karma lösen. Eine Trennung bleibt auch bei euch, ja. Also ihr werdet nicht näher zusammenrücken, ja, weil ja auch dieses Karma sich auflöst. Inwieweit der Kontakt dann noch aufrecht bleibt, ja, das kann ich so nicht sagen. Also eine mögliche Beziehung, wie gesagt, sehe ich so schnell nicht. Also wenn ich ehrlich bin, ja, in den nächsten 1,5 Jahren würde ich hier nicht viel darauf geben, dass hier eine Beziehung wird, ja. Also wenn du jetzt sagst, ich liebe diesen Mann aber und ich möchte auf ihn warten, und wenn ich 10 Jahre warte, dann tu das, ja. Aber überleg dir auch, ob das Warten überhaupt, ob dieser Mann das überhaupt wert ist, wirklich das eigene Leben hinten anzustellen, ja. Denn wenn man immer nur wartet, ja, zieht das Leben an einem vorbei. Und ich denke, du weißt das auch. Und wenn ich auch in deine Zukunftslinie schaue, sehe ich ja, dass diese Beziehung mit ihm weiterhin stagnieren wird. Es wird eine stabile Trennung geben. Es wird Verwicklungen geben, Zwiespalt geben, ja. Also da ist wirklich nichts, wo ich sage, dass man hier sehr schnell in eine Beziehung geht. Wenn du allerdings sagst, ja, ich nehme diese Herausforderung an, ich warte trotzdem, dann mach das, ja. Das ist dann deine Entscheidung. Aber sei dir klar, dass du vielleicht, ja, umsonst wartest. Ja, so wie es hier liegt, also in der nächsten Zeit, und da gehe ich wirklich von 1,5 Jahren aus, wird es nicht mehr geben als diese Klarheit, die kommen wird, und dass sich dieses Karma auflöst. Auch die Gespräche sind dann sehr wichtig, aber es werden auch Gespräche sein, die nicht in eine Beziehung führt, ja. Ihr werdet euch aussprechen, aber wie gesagt, mehr als wie Klarheit in diese Situation, was er möchte und was er nicht möchte, wird es einfach nicht geben. Ja, und eine Beziehung schließe ich hier einfach aus. Ja, also deine Entscheidung ist das. Ja, ich kann dir nur sagen, wie es hier da liegt. Dualseelen seid ihr nicht, also brauchen wir das Dualseelen-Video auch nicht machen. Und ja, ich habe dir hier die Liebeslegung jetzt gemacht, ja. Ich habe geschaut, ob ihr Dualseelen seid und wie es weitergeht. Und wie gesagt, die Klarheit ist an Nummer 1, die kommt auch mit Sicherheit, ja. Und es wird sehr viel Klarheit auch in die Blockaden reinkommen, warum die da waren. Und wie gesagt, das Karma wird sich auflösen. Ich denke einfach, dass er dein Seelenpartner ist, der einfach geschickt wurde, um daraus zu lernen, ja, dass du irgendetwas aus dieser Verbindung zu lernen hast, ja. Aber Gott sei Dank wird sich, wie gesagt, dieses Karma auch auflösen. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Alles Liebe, tschüss.